Und ich muss erstmal hier raus aus dieser Radioaktivitätszone. Na komm, ich will durch. Wunderbar. So. Твой путь завершается. Иди ко мне. Sekunde mal, der hat doch hier etwas, das nehme ich natürlich gerne an mich, weil die Kontaminationsspritzen wären es zumindest sehr ratsam, diese auch mit zu verwenden. So. Твоя цель здесь. Иди ко мне. Ja gut, im Allgemeinen können wir natürlich mit festhalten, wenn ich das eher gewusst hätte, dann hätte ich quasi hier noch einen HD-Mod noch mit draufgepackt, weil das hätte natürlich dann definitiv viel mehr Spaß mit gemacht, als halt eben so das reguläre. Aber na gut, nichtsdestotrotz. Die originale Version quasi hier mit zu spielen, das hatte ich sowieso mal wieder mit vorgehabt. Von daher, ja gut, können wir das erstmal so positiv mit wegstecken. Aber ich muss auch zumindest sagen, für Clear Sky und dann für Call of Pripyat, wobei ich natürlich auch keinen blassen Dunst habe. Wie die quasi aufgebaut sind. Also davon, also ich kenne die Spiele zwar nur vom Hören, aber jetzt nicht wirklich, wie die Spiele tatsächlich mit aufgebaut sind. Ich habe da jetzt so keinen blassen Überblick dafür. Твоя цель здесь. Иди ко мне. Aber immer eins nach dem anderen, würde ich mal sagen. Von daher könnt ihr natürlich, wenn ihr es daneben gerne wollt, gerne mal in die Kommis mal mitschreiben, wie ihr zumindest das sehen tut, also zumindest welchen Stalker-Teil ihr natürlich da am besten mehr oder weniger mitfindet, bis natürlich halt eben dann. Иди ко мне. Bis halt eben dann irgendwann mal Stalker 2 da mal mit rauskommt, gibt es natürlich dann bis dato ja noch die Notwendigkeit von meiner Seite aus quasi für euch hier noch Clear Sky und dann noch Call of Pripyat quasi noch mit zu spielen. Пришло время. Я вижу твое желание. Und bis dato können wir natürlich mit festhalten, da kommt noch definitiv noch so einiges auf uns zu. Ich sehe so gut wie nichts. Ich würde mal sagen, wir machen auch mal hier mal das Licht mit an, damit ihr auch eindeutig was sehen tut. Und твоя цель здесь. Иди ко мне. Ja gut, der Typ, der ist auch schon ein bisschen leicht daneben mit gewesen. Und na gut. Nur für den Fall, falls ihr es hier dort so ein unglückseliger. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Müssen wir natürlich mal sehen, was uns jetzt hier noch so Feines mit erwartet. Und ich hätte jetzt zumindest angenommen, dass da bei dem Explosionsfass, also hier bei den Kanistern meine ich, dass da zumindest dort einer stehen würde. Hat aber natürlich keiner. Aua. Ganz gefährlich, du. Ja, das ging ja gut los. So, wir wissen, dass da einer ist. Deswegen kriegt er erstmal eine Handgranate zur Begrüßung rein. Ob das was gebracht hat, habe ich keinen blassen Dunst. Ich würde mal sagen, die Frage hat sich soeben selber mit beantwortet. Weil ich bin davon ausgegangen, dass er zumindest da ist. So. Пришло время. Я вижу твое желание. Also man kann eindeutig auch etwas hier mitsehen. Das dürfte mehr oder weniger mit zu realisieren sein, als wenn wir hier quasi Nachtlicht ausmachen. Okay, mal sehen. Wo sind die jetzt hier noch, diese ganzen Typen alle? Direkt vor mir einer und ich sehe den nicht rechtzeitig, nämlich auch. So, und das ist der FT-200M. Komm, ich würde mal sagen, von der GP-37 können wir uns jetzt ab sofort trennen. Die brauchen wir jetzt quasi jetzt nicht mehr. Und von daher nehmen wir jetzt einfach jetzt noch diese Kanone hier noch mit. Sollte zumindest für uns Lohn bringen genug sein. Aua. Твоя цель здесь.
Иди ко мне. Aua! Frisst eine Granate, du Bösewicht. Das gibt es doch echt nicht. Kurz eine Sekunde mal, dort haben wir auch noch ein paar. Hier, Handgranate zur Begrüßung. Путь завершен, человек. Иди ко мне. Jo. Also, da weißt du zumindest Bescheid. So, diese Munition, die nehme ich natürlich gerne an mich, weil, wenn wir schon hier mehr oder weniger wieder mit. Пришло время. Я вижу твое желание. Mit dem Scharfschützengewehr wieder mit der Chaoskanone im Allgemeinen hier wieder rumhantieren dürfen, dann nutzen wir doch ein bisschen mal die Gelegenheit. So, hier. Ich granate mich selbst. Okay, Moral der Geschichte, werfe eine Handgranate in deine unmittelbare Nähe nicht. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Wie viele von den Leuten sind denn jetzt noch hier, frage ich mich. Ein paar viele. So, also wir wissen, Radioaktivität ist natürlich wieder en masse. Иди ко мне. Die Panzerung ist nur noch bei knapp 50%. Und die Leute sind nicht gerade gut auf uns gelaunt. Die mögen wohl uns nicht. Вознагражден будет только один. Junge, du. Die Leute, die haben eindeutig etwas gegen uns. Ich meine, wir sind doch eigentlich hier nur die Inspekteure hier von diesem Gebäude und müssen erstmal mit feststellen. Путь завершен, человек. Иди ко мне. Dass wir hier definitiv ja, nach dem Rechten sehen müssen. Also so viel Zeit muss schon sein. Und wir stellen mit fest, hier gibt es zu viel Bleihagel. Also das geht natürlich mal überhaupt nicht. Dagegen müssen wir eindeutig etwas dagegen unternehmen. Вознагражден будет только один. Alright, da waren es nur noch zwei. So, die Radioaktivität steigt natürlich mal wieder en masse. Ja, ihr mich auch. Ey, wie gut, dass wir jetzt noch diese ganzen radioaktiven. Also quasi diese ganzen Heilspritzen jetzt mit haben. Weil ansonsten wärst du hier ziemlich aufgeschmissen. So, die ganzen Verbände nehme ich natürlich noch mit. Das nehme ich noch mit. Und dann habe ich keinen blassen Dunst. Wo jetzt hier noch irgendetwas mit sein soll, was uns irgendwie davor bewahren sollte, gleich hier instant radioaktiv drauf zu gehen. Oder irgendwie anders. Auf jeden Fall, mit Medikits sind wir auch ziemlich schlecht dran. Und ich habe so den Eindruck, wir nähern uns natürlich ja quasi gleich dem Mantel, also wo wir halt eben dann dort den Wunschgönner mitfinden. Und ich denke mal. Ja. Wir werden natürlich jetzt erst einmal hier das erste Ende hier quasi mit sehen, und zwar den Wunschgönner hier quasi mit. Ja, finden und natürlich halt eben dann dort unseren. Willen natürlich mal mit äußern und hoffen, dass der natürlich uns gewährt wird. Und wir befinden uns gerade hier in einem dieser Reaktorenkerne, quasi hier, wo auch hier die ganzen Reaktionen von Uran und Brom quasi mit stattgefunden haben, und deswegen sollten wir erst einmal hier raus. Und von daher müssen wir mal gucken. Da ist er. Da ist dieser Wunschgönner. Der ist da, und hier gibt es sogar eine Teleportationsstation. Die wird natürlich dann auch später dann eine sehr interessante Rolle spielen. Gehen wir doch mal hier rein. Wir wurden von da nach hier teleportiert. Aber das ist sogar eindeutig notwendig, weil ansonsten kommt es ja nicht mehr ansatzweise hier weiter. Von daher.
tun wir jetzt erstmal Folgendes. Иди ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Wir werden erst einmal das erste Ende uns erstmal näher mit begutachten. Deswegen wollen wir einen geheimen Wunsch aussprechen. Los geht's. Ich will, dass die Zone verschwindet. Gut, also mit diesem Ende habe ich jetzt mal überhaupt nicht gerechnet, weil das wiederum, das kannte ich mich bisher noch gar nicht. Ich kannte lediglich nur eins, wo es quasi heißt, ich will reich sein, wo dann quasi Geld ja dann nach unten fließt und ja gut, du dann so gesehen von Schutt mit erschlagen wirst. Ich würde mal sagen, das ist eigentlich nur dadurch geschuldet, weil wir quasi einen sehr guten, nee, ich glaube sogar einen ausgezeichneten Ruf mit hatten. Also ich glaube... Oh, gut, das sieht auch lustig aus. Ich glaube, das sieht sogar dann so aus, dass es quasi heißt, wenn du dich beim Wunschkönner dich befindest, hängt es quasi davon ab, welche Szene kommt, je nachdem, wie dein Ruf ist. Das heißt, bei einem ausgezeichneten Ruf haben wir quasi das, dann müssen wir quasi noch einmal dorthin, wenn wir einen fürchterlichen, einen guten, einen schlechten und vielleicht sogar noch einen sehr schlechten Ruf damit haben. Warte mal, wir haben jetzt ausgezeichnet, gut, schlecht, sehr schlecht. Und fürchterlicher Ruf, das wären zumindest dann noch die vier, die wir dann irgendwie noch mit hätten, gefolgt von den beiden regulären, die wir so dann hier bei der, bei dem Kollektivbewusstsein mitfinden. Und deswegen, ja gut, machen wir erstmal Folgendes. Wir sehen uns erstmal noch hier diese kleine Szene uns jetzt noch nicht komplett mit an, weil das machen wir lieber hier im letzten Part. So richtig schön traditionell, so viel Zeit muss schon mit sein. Also nicht in den allerletzten, wo ich dann versuchen möchte, vielleicht noch die anderen Enden noch mit reinzubinden, aber, also ihr wisst schon, was ich meine. Deswegen sehen wir uns dann somit beim nächsten Part uns wieder. Bis dahin, haut rein und macht's gut.